Ahoi, was geht ab, Leute? Hier, es ist Montag. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen von den Fit-Ru-Typen, aka Khabib Nurmagomedovs Zeugs. Ich hatte da was bestellt und irgendwie versandtechnisch wollten die dann nochmal mehr Geld haben. Ich habe gerade mehr Versand gezahlt als für die Produkte. Also 7000, Versandgrad hat 7000 gekostet. Ich weiß jetzt die russische Währung nicht. Und das alles, was ich bestellt hatte, 6800 irgendwas. Aber ja, hoffentlich kommt es an. Und ich hatte ja mal direkt aus Japan die heftigsten, laut Crispy Rob, die heftigsten Ramen, Selbstmachrahmen natürlich, bestellt. Und das war erst letzte Woche und die sind heute schon da. Also das ging richtig schnell. Also noch sind sie nicht da, ich muss noch warten. Da kommt eine Lieferung mit Unterschrift. Und ja, darauf warten wir. Und solange die nicht da ist, können wir den Tag nicht starten, weil ich habe echt keinen Bock, dass das irgendwie zurück nach Japan wieder geht und dann muss ich es wieder neu beantragen und dann nochmal Versand zahlen oder so. Deswegen, das muss auf jeden Fall heute ankommen. Ansonsten Montag natürlich, Referrals sind reingekommen, super saftig. Auch wenn Defi und der Kryptomarkt allgemein momentan ein bisschen unten ist, aber kein Problem, Leute. Man muss auch durch die harten Zeiten. Ich höre richtiger Fail, Leute. Ich habe die Zustellungszeit auf 12 bis 16 Uhr geändert, damit es früher ankommt, weil davor war es zwischen den ganzen Tag einfach bis 17 Uhr. Hab aber aus Versehen auf morgen das geändert, weil es stand nicht dabei, also nur Uhrzeit und auf einmal ist es morgen zwischen 12 und 16 Uhr. Das heißt, heute kommt es nicht mehr an. Richtig leidend. In der Zwischenzeit habe ich mir Alice im Wunderland? Nee, das kann nicht Alice im Wunderland heißen. Wie heißt denn das? Kranke Serie, Mann. Alice in Borderland. Oh mein Gott, die Serie ist echt krass, Mann. Meine Rahmen sind nicht angekommen. Wie gesagt, die kommen erst morgen. Mein Gott, der Wind. Ich dachte, da ist jemand. Aber Alkohol für Chong und Nico ist am Start. Das ist eine Kooperation. Habe ich ja erzählt, dass die uns angefragt haben, ob wir das testen. Und ja, die Jungs meinten, die haben Bock drauf. Als seriöser Influencer muss man natürlich immer bedenken, wenn man Werbung für Alkohol machen, dies, das. Und es gibt was Neues von Cake. Das neue VIP-Programm, sehr interessant, das neue Referral-Programm hat ja ordentlich reingehauen. Das ist super saftig, der Freezer ist auch okay, auch gut eigentlich, nicht okay, gut sogar. Und jetzt gibt es ein neues VIP-Programm. Hat es in sich, habe ich schon mal durchgeschaut, um die verschiedenen Stufen zu erreichen, ist heftig. Also hier 10, 50, 100 und 500, also Handwerker, Patissier, Konditor und Meisterbäcker zu werden. Puh. Also ich könnte Handwerker werden, aber ich habe nicht alles auf Cake. Und da kriegt man verschiedene Boni, spezielles VIP-Interface, keine Ahnung was das ist. Klingt aber jeder, klingt jetzt nicht so geil. Exklusive VIP-Telegram-Gruppe, okay. Monatliche Insider-Marktanalysen, eigene Support-E-Mail. Habe ich jetzt nicht so oft gebraucht, also ich habe glaube ich einmal den Support angeschrieben. Cake, Swagbox, das klingt sogar echt geil. Das ist so Merchandise wahrscheinlich. Eine kostenlose Auszahlung alle 3 Monate, vergünstigte DeFi und Dash, das ist interessant. Das kriegt man ab Geselle, also schon schwierig. Da muss man im Wert von 5 Bitcoin auf Cake haben. Plus es gibt so einen Multiplikator, also kann auch weniger sein mit dem Multiplikator. Dann hier, ganz verrückte Sachen. Partnervorteile im Wert von 120 US-Dollar im Jahr, keine Ahnung was das ist, aber es ist Geld umsonst. Eigener Account Manager, okay. Vierteljährliches Update über Videocall. Einladung zur jährlichen Firmenfeier. Das ist krass. Ab 100 BTC aber. Gemeinnützige Spende, keine Ahnung, was das sein soll. Priority Lounge Pass, keine Ahnung, was das sein soll. Private Jet und Yachtmitgliedschaft, okay. Persönlicher CEO Call. Speziell kuratierte Vorteile. Aber das kriegst du ab Meisterbäcker. Also, wer 5 Sachen im Wert von 500 BTC auf Cake hat, puh, ciao Leben, Mann. Und hier seht ihr zum Beispiel Sachen im Staking und LM geben einen 1,5-fachen BTC-Wertmultiplikator. Also das heißt nicht, dass ihr exakt 500 BTC auf Cake haben müsst oder hier in dem Fall 5. Wenn ihr sogar was im Freezer habt, dann kriegt ihr den 2-fachen Multiplikator. Das heißt, rein theoretisch könntet ihr 250 BTC oder Sachen im Wert von 250 BTC im Freezer haben und dann Meisterbäcker sein, aber tschüss. Trotzdem viel zu viel. Vorteile klingen lustig, aber ist jetzt nichts, was man anstrebt. Also. Abendessen-Time, Leute. Den Laden habe ich auch schon öfters versucht abzuchecken.
habe was auf Instagram gesehen, das wollte ich unbedingt testen. Dann bin ich hierher gekommen, da meinte die eine, nicht zum Mitnehmen. Dann bin ich nochmal gekommen, da meinte sie, nur Abendkarte. Da hat sich das bisschen verflogen und jetzt bin ich da. Das habe ich gesehen, Leute. Ich schwöre, wie oft habe ich versucht, das zu bekommen. Diesmal hat es endlich geklappt. Keine gute Sache hat's, dass ich das paar Mal verpasst habe. Seitdem gab es noch was Saftiges, was mein Interesse gelockt hat. 8 Stunden Rips, Alter. Oh, meine Finger, Digga. Junge, krank. Ja, die Port bin ich vergessen. Oh, vielen Dank. Sehr schön. Das sind sie, Leute. 3-4 Versuche, die zu bekommen. Mein Gott, warte hier. Solange meine Hände noch sauber sind, Leute. Für euch. Ich bin anders glücklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's mit der Hose. Ich sage, ich komme nicht sauber nach Hause. Wir sind wieder zu Hause, das war echt saftig, das war krass. Nicht ganz so billig, 40 Euro, nee, 33 Euro hat alles gekostet, mit bisschen Trinkgeld, gesamt 40 Euro, also nicht so billig und eigentlich muss ich aufpassen, weil DFI ist momentan relativ down. Deswegen sollte ich ihn jetzt eigentlich ein bisschen mich zurücknehmen und dann, wenn er wieder hochgeht, können wir ein bisschen mehr wieder ausgeben. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen Bubble Tea selber, haben wir schon zweimal gemacht. Was geht, Leute? Nächster Morgen. Lieferung sollte zwischen 10 und 14 Uhr kommen. Ratet mal, wie spät es ist. Ne, noch nicht nach 14 Uhr. Es ist kurz vor 14 Uhr. Also, wenn es jetzt nicht langsam kommt, dann richtig leidend. 13.50 Uhr. 10 Minuten hat der Kerl noch. Aber das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Twitch. Jeden Freitag sind wir live. Und sonst natürlich immer noch in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren. Wir werden sehen, Ende des Jahres, nächstes Jahr, in 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, keine Ahnung, aber wir werden sehen. Das war's von mir, serious business, ciao.